Beim heutigen Seed Donnerstag, verehrte Freunde, gibt es mal einen wirklich sehr, sehr guten Minecraft 1.17 Seed. Also der wird überall momentan im Internet als bester Starter Seed so angepriesen wie die Bedrock Edition von Minecraft im neuesten Update. Und der Spawn, muss man auch sagen, der hat es wirklich in sich. Also neben Spawner, zwei Stück insgesamt und einer ja, Amethyst-Geode, also Kristall-Geode, gibt es hier noch unzählige andere Dinge in der unmittelbaren Nähe. Das werdet ihr gleich alles sehen. Einfach dranbleiben und natürlich auch bewerten nicht vergessen, falls euch jetzt die Donnerstag gefallen sollte. Besten Dank dafür und ganz viel Spaß. Damit einen fantastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Seed Donnerstag auf meinem Kanal GamingGuides.de. Der Schleimi grüßt mal wieder jeden von euch da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder mal einen verrückten oder einen, ja, in diesem Falle sehr, sehr guten Seed für die Bedrock Edition von Minecraft, der natürlich auch das 1.17 Update betrifft, weil das macht ihm halt auch nochmal so besonders gut im Sinne von Kristallgeoden und auch anderen Dingen. Wir gucken uns den auch sofort an. Ja, vergesst nicht, wie immer, abonnieren ist kostenlos und du verpasst keine Videos mehr vom Sliming and Slime und ansonsten noch gerne ja, eine Bewertung dalassen, falls ihr das Video gefallen sollte. Würde mich sehr freuen und hilft dem YouTube-Algorithmus sehr, sehr weiter. Besten Dank. Ja, das hier ist der Spawn, Leute. Im ersten Moment scheint man vielleicht zu denken, okay, was ist jetzt an diesem Spawn so besonders? Ich werde es euch jetzt sofort zeigen. Erst einmal allgemein, ja, ganz normales Plains-Biom. Dann haben wir da hinten eine Eiszapfen-Tundra, die sich einfach mal mega in die Höhe zieht. Also sieht aus wie der Fernsehturm da hinten. Also jetzt mal ohne, das sieht doch nicht aus wie eine normale Eisspitze. Und links daneben einfach mal direkt damit verschmolzen ist dann auch nochmal Mesa-Biom, wo dort hinten dann auch nochmal ein offengelegter Minenschacht ist. Also auch nochmal direkt in der unmittelbaren Nähe vom Spawn. Also, ich muss das jetzt einfach mal demonstrieren. Man spawnt hier. Und hier links hört man dann, wenn man spawnt, schon die ein oder anderen Zombies. Und wenn man sich einfach mal hier durch die Wand baut, ist hier direkt ein Spawner. Und das ist, also wirklich, kommt einfach mal wie gerufen. Du baust dich wirklich vom Spawn zwei Blöcke links rein, solltest natürlich Equip mitnehmen, ein paar Fackeln vielleicht. Und schon landest du dann halt hier im Spawnerraum. Jetzt haben wir hier einen goldenen Apfel. Dann, ja gut, ist jetzt ja, ja gut. Also es gibt schon mal bessere Verzauberungen, das muss man schon mal sagen. Vielleicht habt ihr besseren Loot. Ist aber für den Start, denke ich mal, ganz okay. Vor allem der goldene Apfel, den kann man natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist aber nicht alles. Baut man sich dann von hier aus gesehen noch ein Stückchen weiter runter, landet man dann auch nochmal in einer Kristallgeode. Kann in die ein oder anderen Kristalle mitnehmen. Vielleicht auch die Kristallblöcke an sich, weil die auch super sind. Und ich meine allgemein, der Sound. Ah, das ist das Schönste. Das Schönste vom ganzen Update zusammen mit dem Axolotln. Das ist schon der Wahnsinn. Also wie gesagt, Kristallgeode ist hier auf jeden Fall auch am Stissel. Das war es aber nicht. Okay, hier ist nicht der Aufgang. Hier, das war es aber nicht, was Spawn angeht. Da vorne ist der Spawn und ein Stückchen weiter, wenn man sich hier vorne bei den süßen Hühnern einfach mal runterbaut, genau an dieser Stelle hier, landet man in einem, ja, ich sag mal, sehr, sehr unpraktischen Spawnerraum, weil hier ist das Kies einfach mal runtergekracht, hat auch schon das eine oder andere Mal, ja, so ein paar spawnende Skelette einfach mal eliminiert. Wie jetzt gerade hier, glaube ich. Ah ne, das waren nur die Spawner-Partikel. Aber wir haben natürlich auch noch zwei Truhen, einmal einen Nametag und noch einen goldenen Apfel. Und hier vorne haben wir dann unmittelbar auch nochmal einen goldenen Apfel, in meinem Fall Brot, okay, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und natürlich auch, ja, einen perfekt gelegenen Spawner für eine Spawner-Farm. Ist auf jeden Fall ganz nice. Und das alles direkt unmittelbar neben dem Spawn. Mega nice. Ja, wie eben schon erwähnt, Richtung Mesa-Biom, wer hätte es gedacht, hat es so an sich. Ist natürlich auch ein Minenschacht, der ist teilweise ja immer so ein bisschen offengelegt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal austoben. Da werdet ihr, ich denke mal, jede Menge Truhen auf jeden Fall finden. Ne? Die ganz klassischen Lohntruhen. In diesem Fall haben wir jetzt hier zum Beispiel schon mal eine. Lass uns mal da reingucken. Was haben wir hier drin? Oh, ein paar Glowberries, noch einen goldenen Apfel. Also wir haben auf jeden Fall einen goldenen Apfel-Seed erwischt. Das ist auf jeden Fall auch ganz nice. Aber der scheint auch relativ groß zu sein. Dementsprechend dürftet ihr da auf jeden Fall jede Menge Zeugs finden. Und hier der Spawner einfach mal, ja, an einem Fluss. Auch nicht schlecht, kann man mal machen. Und ansonsten, ja, müsst ihr euch, wie gesagt, hier einfach mal austoben. Da gibt es bestimmt einiges zu holen. Nehmt noch hier jede Menge Gold mit für die Piglins im Nether. Finde ich eigentlich immer ganz cool, so ein Mesa-Biom, auch wenn es hier keine Bäume gibt, etc. Aber hey, dafür der Minenschacht. Relativ weit, ja, im Nordosten könnte man sagen, also noch am Rande vom Mesa-Biom, haben wir dann ein weiteres, beziehungsweise das erste von, ich weiß gar nicht, zwei oder drei zerstörten Portalen oder Portalsruinen. Da ist auch wieder ein goldener Apfel drin, da haben wir auch nochmal ja eine Goldtacke mit Unbreaking und Efficiency drauf, auch nicht schlecht. Ja gut, das kann man natürlich auch mal mitnehmen, aber so verzauberte Goldtools direkt zu Beginn
ist auch immer ganz nice. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier bestimmt auch nochmal irgendwo noch ein Minenschacht ist. Also einfach mal alles absuchen, auch wenn es Mesa-Biom immer so ein bisschen lässig ist. Finde ich trotzdem ja interessant zu sehen. Falls ihr dann noch was finden solltet, auf jeden Fall mal in die Kommis schreiben. Ja, wir befinden uns dann noch ein Stückchen weiter. Dort hinten war das zerstörte Portal. Da haben wir dann unter anderem einmal eine, ja, Kristallgeode. Die spawnen ja irgendwie bei der Bedrock Edition sehr oft unter Wasser, aber auch bei der Java Edition. Hier kann man sich sogar direkt einfach mal reinfliegen lassen vor allem. Also reinschwimmen kann man da ganz, ganz einfach und dann auch Luft schnappen. Ist aber ganz cool. Ich finde dieses gedimmte Licht immer sehr, sehr schön von den Kristallen, muss ich sagen. Super cool. Und allgemein ist euch aufgefallen, dass die Sicht unter Wasser deutlich verhellert wurde auf der Bedrock Edition oder allgemein vom Update, vom Minecraft. Und hier auch nochmal Glow Squid. Momentaufnahme, auch sehr nice. Ich habe auch schon ein paar Axolotl hier gesehen. Also hier werdet ihr auf jeden Fall ja alle 1.17 Features genießen dürfen. Wir haben aber auch noch mal ein Stückchen weiter, habe ich glaube ich sogar markiert, noch mal eine Kristallgeode. Ich meine sogar zwei Stück. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, erstmal fangen wir hier mit der, ja, Ruine an, beziehungsweise hier ist sie sogar. Hier ist die Kristallgeode. Das ist die, die ich markiert habe. Nice. Aber wir haben ja auch irgendwo in der unmittelbaren Nähe nochmal eine Ruine. Ah, guck mal hier. Dann haben wir nochmal eine Kristallgeode. Das sind jetzt schon einige gewesen. Und dann nochmal ein Stückchen weiter haben wir dann hier nochmal eine, ja, Unterwasserruine. Da gibt es dann auch nochmal ein paar Truhen. Unbreaking auf einer Angel kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Hier war, glaube ich, auch noch eine Truhe drin. Lass uns da mal reinschnibitzen. Da haben wir dann auch nochmal eine Schatzkarte. Könnt ihr auch nochmal einen Schatz looten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier bestimmt auch nochmal irgendwo eine Truhe ist. Da müsst ihr euch mal ein bisschen, ja, durchgraben. Hier haben wir auch noch eine. Lass mich mal kicken, was da drin ist. Noch eine Schatzkarte. Müsst ihr dann natürlich so koordinieren, dass ihr zwei Schätze findet. Aber, ja, das Unterwasserleben in Minecraft hat sich auch mit dem 1.17 Update, denke ich mal, ein wenig verändert. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Kristallgeoden ja im Ozean in irgendeiner Form generiert werden. Hier dann auch nochmal sehr, sehr schönes Korallenriff. Bin ich auch ein großer Fan von, sieht immer sehr nice aus. Ja, wie man auch schon anhand der Karte sehen kann, ist das Gegenteil-Element vom Mesa-Biom wirklich einfach ein riesiges Schneebiom. Das spawnen dann auch, ja, bei den ein oder anderen Bergen natürlich auch die Ziegen. Aber hier dann auch nochmal erwähnenswert ein weiteres zerstörtes Portal. Da haben wir dann unter anderem, oh, das ist sogar ganz nice. Also das ist schon ganz gut auf jeden Fall. Fortune 3 auf einer Schaufel, auch nicht schlecht. Also Glück, das ist kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Und ja, an zwei Orten jetzt einmal hier vorne haben wir dann unter anderem natürlich auch mal ein Dorf, ein Schneedorf, finde ich auch immer, sieht sehr schön aus. Und da hinten auf der anderen Seite dürfte das Ganze sogar auch ein weiteres Dorf sein. Müsst ihr nur wirklich einfach mal die ganzen Buden durchsuchen, da ist es alles voll mit Loot. Was heißt alles voll mit Loot? Natürlich hier so Essensloot, Papier und so ein Driss halt. Aber kann man auf jeden Fall zu Beginn, denke ich mal, alles mitnehmen. Und irgendwo ist mit Sicherheit auch nochmal ein Iglo versteckt. So, dass ihr da vielleicht auch nochmal, ja, die Trophäe abstibitzen könnt, dass ihr einen Zombie, ja, Dorfbewohner heilt. Könnte man theoretisch auch noch mitnehmen. Zombie-Doktor heißt die Trophäe sogar, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und dazu muss man natürlich auch noch sagen, das war jetzt natürlich erst einmal die Starterkarte. Dementsprechend gibt es hier wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Falls ihr dann noch irgendwie was anderes finden solltet, gerne damit in die Kommentare. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige diesen Seed hier verwenden werden. Zum Survival-Let's Playen, ich weiß nicht, für irgendwas anderes. Dementsprechend hilft das immer sehr, sehr weiter. Besten Dank auf jeden Fall da für euren Support. Ich bedanke mich ansonsten noch fürs Zuschauen, wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde. Tschüss.